InSat TV. Land und Leute sind unsere Stars. 1958 wurde die Garnison Ried wieder aufgestellt. Mit einem Festakt in der Zehnerkaserne wurde dieser Tage das 50-jährige Bestehen gefeiert. Ein Höhepunkt war die Aufführung des großen österreichischen Zapfenstreiches. Fixer Bestandteil dabei ist die österreichische Bundeshymne sowie der Traditionsmarsch O du mein Österreich. Meist wird noch ein Traditionsmarsch aus der Region oder die jeweilige Landeshymne eingefügt. Beim Festakt in der Zehnerkaserne war es der 13er Marsch. Ein vor rund 35 Jahren für das Panzergrenadierbataillon 13 eigens komponierter Marsch. Das Panzergrenadierbataillon 13 in Ried zeichnet sich durch viele besondere Eigenschaften aus. Das Panzergrenadierbataillon 13, und das kann man mit Fug und Recht behaupten, ist ein Eliteverband des Bundesheeres. Die 13er stehen für Einsatzbereitschaft, stehen dafür, dass sie leistungsbereit sind, einsatzbereit, alle positiven Attribute, die man beim Militär ganz einfach anlegen kann. Und sie legen also Wert, und das zeichnet sie wirklich aus, auch im Alltagsbetrieb auf besondere militärische und soldatische Haltung. Zwei Meilensteine aus der jüngsten Zeit sind nur ein kleiner Auszug aus der bewegten 50-jährigen Geschichte des Bataillons. Der eine ist die Ausrüstung des Bataillons mit dem modernsten Schützenpanzer, den es in Europa und vielleicht auch weltweit gibt, den Schützenpanzer Ulan, wo wir mit 50 Stück ausgerüstet worden sind und die ersten 2003 in die Kaserne gerollt sind. Der zweite Meilenstein ist die Bundesheerreform durch die Reformkommission 2010, wodurch eine erkleckliche Anzahl von Verbänden und Garnisonen aufgelöst oder geschlossen wurden. Ried wurde als Standort bestätigt, das Bataillon erhalten. Und die Umgliederung in dieser neuen Reform ist weitestgehend eingenommen. Und ich bin überzeugt, dass sich das Rieder Bataillon in diesem neuen Bundesheer auch schon sehr stark positioniert hat. Die gesamte Geschichte der letzten 50 Jahre dokumentiert eine zum Jubiläum präsentierte Festschrift. Also ganz wichtig für jede Festschrift ist einmal die Geschichte des Truppenkörpers, den man beschreibt, und das Bild zu zeigen, was und wie sich das Bataillon in der Öffentlichkeit sieht. Die einzelnen Teile, die Bewaffnung, die Aufgaben, die Ausbildung vor allem, weil jeder, der das aufschlägt, möchte entweder in Erinnerungen schwelgen, so habe ich es erlebt, den Vizeleutnant habe ich gekannt, oder was könnte mich, wenn ich nach Ried komme, erwarten. Ein Zeitzeuge erinnert sich an die Gründungstage. Da sind wir nach Salzburg gekommen, zuerst mal in Hürsching. Weil ich habe Indische noch schon im Privatschulkinder, da haben wir lauter amerikanisches Waffen gekriegt von Liburno auf. Also wir, und dann haben wir das alles aufgeteilt auf die Einheiten, ganz Österreich. Da haben wir 5 Hänger voll gehabt, 9 Hänger, kennen Sie was ist. Da war der Oberstdoktor Höck, war der Chef, der wollte uns so behalten. Wir haben dann nach Ried in unsere Einheit gekommen, zuerst nach Salzburg bei der Riederkaserne. Und erst die Süd, die Ungarn reingekommen, wie die Ungarn-Revolution war ja. Und dann sind wir von Salzburg nach Ried und seitdem bin ich meine Frau kennengelernt. Gott sei Dank. Die Zehnerkaserne Ried hat in der Region und in der Stadt Ried auch nach 50 Jahren große Bedeutung. In all diesen 50 Jahren gab es eine lebendige Partnerschaft zwischen Stadt und dem Panzergrenadierbataillon 13, dem Bataillon, das letztlich auch verantwortlich zeichnet für Grenzschutz, militärische Aufgaben, Assistenzeinsätze des Bundesheeres als Elitegruppe und, was für die Menschen in unserer Region ebenfalls von Bedeutung ist, auch im Katastrophenschutz. Der Kasernstandort Ried hat natürlich für die gesamte Region eine große Bedeutung. Erstens, unsere Grundwehrdiener, die einrücken müssen, haben nicht so weit, also zur Kaserne. Zweitens hat es eine wirtschaftliche Bedeutung, weil viele Menschen hier Arbeit finden. Und drittens ist die Kaserne Ried natürlich ein Standort, wo viel Sicherheit ausgeht für unsere Bevölkerung. Tapfer, standhaft und treu. Der Leitspruch des Panzergrenadierbataillons 13. Er wird auch beim nächsten Jubiläum noch Gültigkeit haben.